Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich bin der Betreiber der wunderschönen Seite Aktienfinder.net, dem Aktienscreener für Wachstumswerte, der wahrscheinlich einzige Aktienscreener, der langfristiges Gewinnwachstum sicher sichtbar machen kann für steigende Dividenden und steigende Kursgewinne. Im letzten Video ging es um 3M und da habe ich einen kleinen Ausflug gemacht und zwar in das Reich, in das Schattenreich, muss man sagen, weil da wird eigentlich nicht drüber gesprochen. Als ob das so ein Pfui-Deibel-Thema wäre, also in das Schattenreich der Treasury Stocks. Und ich habe mal gezeigt, dass die Schuldenquote sehr anders aussehen würde, wenn man die Treasury Stocks mit berücksichtigt. Das, so wie es meiner Meinung nach auch ja, korrekt ist. Und das sind nicht die einzigen fundamentalen Kennzahlen, die durch Treasury Stocks beeinträchtigt werden, um nicht zu sagen verfälscht werden. Ich bin mir dessen der Relevanz eigentlich des Themas schon länger bewusst, habe das aber auch relativ stiefmütterlich behandelt und war dann positiv überrascht über die Reaktion, dass sich Zuschauer gefreut haben, dass sich mal jemand dieses Themas wirklich annimmt. Und einige Mitglieder haben dann auch gewünscht, dass vielleicht im Aktienfinder das Thema Treasury Stocks Einzug hält. Und da ich das eigentlich eh schon auf der Agenda hatte, habe ich gedacht, komm, dann setze ich das gleich um und das habe ich jetzt auch gemacht. Das heißt, ab sofort sind Treasury Stocks in den Aktienfinder integriert. Ich möchte jetzt aber nochmal allgemein erstmal auf das Thema Treasury Stocks eingehen. Das heißt, auch wenn jemand den Aktienfinder ignoriert, so wie ich bisher Treasury Stocks ignoriert habe und die ganze oder fast die ganze Finanzindustrie Treasury Stocks ignoriert, dann ist das Video trotzdem einen Blick wert. Also, es geht jetzt konkret darum, was sind Treasury Stocks eigentlich nochmal und was haben die für Auswirkungen und ganz am Ende, wie geht der Aktienfinder damit um? Was sind Treasury Stocks? Treasury Stocks sind nichts Böses, die können nicht beißen. Treasury Stocks sind eine von zwei Formen, wie das Unternehmen direkt was Gutes tun kann, mit Hilfe von Geld für seine Aktionäre. Die eine Variante, die ist jedem bekannt, das sind Dividendenzahlungen. Und die andere Variante, wie ein Unternehmen Geld in die Hand nehmen kann, um seinen Aktionären was Gutes zu tun, das sind eben Treasury Stocks. Treasury Stocks ist nichts anderes wie zurückgekaufte Aktien. Das heißt, das Unternehmen nimmt Geld in die Hand und kauft eigene Aktien zurück. Und warum tut es den Aktionären dadurch was Gutes? Ganz einfach, weil der Kuchen oder weil das Stück vom Kuchen größer wird. Der Kuchen insgesamt wird nicht größer. Das heißt, ein Unternehmen verdient zum Beispiel jetzt 1 Milliarde US-Dollar in einem Geschäftsjahr, das ist der Kuchen, aber der wird ja dann geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Aktien und diese Anzahl ausstehender Aktien reduziert sich, wenn das Unternehmen eben eigene Aktien zurückkauft und diese ganzen Per-Share-Kennzahlen, zum Beispiel Earnings per Share, also der Gewinn pro Aktie oder die Dividende pro Aktie, die teilen sich dann eben, also die verbessern sich dann, weil es einfach weniger ausstehende Aktien gibt. Das heißt, der Gesamtbetrag, die Gesamtdividende, und bleiben wir bei einem konkreten Beispiel, wenn sollten 50 Millionen ausgeschüttet werden, dann teilen die sich einfach auf weniger Aktien auf, weil es weniger gibt, weil einige Aktien zugekauft worden sind. So, ich glaube, das hat jetzt wahrscheinlich jeder verstanden. Wenn ein Unternehmen Aktien zurückkauft, dann gibt es zwei Dinge, die das Unternehmen mit diesen Aktien tun kann. Das eine ist, sie behält die einfach ein. Und die andere Variante ist, sie vernichtet die Aktien tatsächlich. In beiden Fällen wird das Eigenkapital reduziert. Also auch bei der Einbehaltung. Aus Aktionärssicht gibt es jetzt erstmal, sage ich, also für den normalen Aktionär gibt es keinen Unterschied. Für ihn sind die Aktien nicht mehr existent. Das heißt, insbesondere sie sind nicht dividendenberechtigt, sie sind nicht stimmberechtigt. Und aus der bilanziellen Sicht führt es, wie gesagt, immer dazu, dass das Eigenkapital reduziert wird. Und da kann man vielleicht schon ein bisschen stutzen, dass das Eigenkapital in beiden Formen reduziert wird, weil es ist ja eigentlich schon was anderes, ob die Aktien noch da sind, ob die jetzt quasi das Unternehmen jetzt quasi die eigenen Aktien bunkert oder ob sie wirklich nicht nur aus dem Verkehr gezogen, sondern wirklich vernichtet wurden. Aber aus Eigenkapitalsicht gibt es da keinen Unterschied und da kommen wir später nochmal drauf zurück. Jetzt gibt es was Interessantes, jetzt gibt es so ein bisschen Interpretation. Also wir bewegen uns hier jetzt tatsächlich in einem Neuland. Das war beziehungsweise, wenn wir jetzt fragen, wie
der Aktienfinder damit umgeht, beziehungsweise wie ich damit umgehe im Aktienfinder dann, ich habe das ja programmiert, dann bewegen wir jetzt uns in Neuland. Und meine Interpretation der Geschichte ist, dass es sich bei Treasury Stocks um Assets eigentlich handelt. Was sind Assets? Assets ist Vermögen des Unternehmens, das irgendwie zur Wertschöpfung beiträgt, also für im Sinne auch steigender Gewinne und Dividenden, falls das Unternehmen ausschüttet. Also für mich sind Treasury Stocks, die einbehalten worden sind, das Unternehmen bunkert, sind Assets, genauso im Prinzip auch wie, wie Maschinen oder von mir aus auch Lizenzen oder irgendwas anderes. Warum sind es Assets? Ja, weil das Unternehmen was damit, was Wertschöpfendes damit tun kann. Es kann zum Beispiel im Falle einer Übernahme, wenn es jetzt einen Konkurrenten schlucken möchte, dann kann es einen Teil des Kaufpreises oder sogar den ganzen Kaufpreis anstatt durch Geld durch eigene Aktien bezahlen. Das heißt, das Unternehmen bezahlt dann durch in Form von Treasury Stocks. Ich kann mich noch daran erinnern, als zum Beispiel AMD, der kleine Konkurrent von Intel, der immer als Sparringpartner und Sandsack von Intel, als der ATI übernommen hat, den Grafikkartenhersteller ATI, da wurde ein großer Teil des Kaufpreises durch eigene Aktien bezahlt, anstatt durch Geld. Das ist also eine Variante, wie ein Unternehmen Treasury Stocks benutzen kann. Andere Form ist Dividendenzahlung. Die können nämlich auch durch Stockdividende bezahlt werden. Oft, das kennt man vielleicht als Aktionär, bekommt man ein Anschreiben von der Depotbank, da steht drin, Sie haben das Wahlrecht, wie wollen Sie Dividende erhalten, in Form von Cash oder in Form von Aktien. Und das sind natürlich Aktien, die das Unternehmen ja schon haben muss, das sind Treasury Stocks. Und eine andere Variante wäre zum Beispiel Gehaltszahlung. Gibt ja Mitarbeiteraktien, ja, wo kommen die denn her? Sind ja auch Aktien, die das Unternehmen haben muss, also eigene Aktien, die das Unternehmen vorhalten muss, um dann entsprechend diese dann in die Gehaltszahlung einfließen zu lassen. Also gibt es sicherlich auch andere Varianten, aber die sind die, die mir eingefallen sind. Und deshalb interpretiere ich die eigenen einbehaltenen Aktien eines Unternehmens als Assets. Und das Problem ist aber jetzt, wie gesagt, dass bilanztechnisch gesehen macht es keinen Unterschied im Prinzip, ob die eingezogenen Aktien vernichtet wurden oder da, ob sie da sind. Beides mal führt es zu einer Verminderung des Eigenkapitals. Und wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel hier Procter & Gamble anschauen, das ist der letzte Jahresbericht, das ist die Bilanz, ja. Und das sind die Total Assets, das heißt, das sind jetzt, ist die Bilanzsumme beträgt 118 Milliarden US-Dollar. Und das ist im Prinzip alles Vermögen von Procter & Gamble. Und das Vermögen von Procter & Gamble laut dieser Bilanz, die ist ja auch richtig, die wurde ja von der SEC abgesegnet, beträgt 118 Milliarden US-Dollar. Ja? Und das ist das Vermögen. Und dann ist natürlich die Herkunft des Vermögens, beträgt aus diesen Total Liabilities und aus den Equities. Also wenn ich das jetzt addiere, stimmt das dann eigentlich? Jetzt muss ich mal gucken. Ja, sollten auf jeden Fall auch diese 118 Milliarden rauskommen. Ich dachte, dass es auch nochmal vielleicht eine Zeile gibt, wo das nochmal schön gezeigt wird. Aber da steht es ja, Total Liabilities in Shareholders Equity. Also sind auch dann nur 18 Milliarden. Jedenfalls ist das das Vermögen und das ist quasi die Herkunft des Vermögens, wie es finanziert ist. Und dann ein Teil also kommt von Schulden zustande und ein Teil kommt aus dem Eigenkapital zustande. Ja? Und ganz interessant wird es jetzt, wenn wir uns das hier angucken, das sind nämlich die Treasury Stocks. Und hier wird jetzt auch mal ersichtlich, was für Dimensionen das annimmt. Die sind mal schlappe 99 Milliarden US-Dollar groß. Und die wurden jetzt abgezogen vom Eigenkapital. Also die Treasury Stocks sind fast so hoch wie die gesamte Bilanzsumme von Procter & Gamble. Hätte Procter & Gamble die Treasury Stocks nicht gekauft, wie würden dann die Bilanz aussehen? Dann wäre sie viel höher, die Bilanzsumme. Sagen wir jetzt, das sind 100 Milliarden, kommt ja fast hin. Dann wäre die Bilanzsumme nicht 118 Milliarden US-Dollar groß, sondern 218 Milliarden US-Dollar groß.
Und diese 100 Milliarden, die das Unternehmen verwendet hat, um diese Treasury Stocks zu kaufen, woher weiß ich, dass es wirklich 100 Milliarden waren? Dadurch, weil da steht at cost. Das ist das typische Verfahren. Also es wird genauso verbucht, wie es gekostet hat, die Treasury Stocks, diese Position. Da hätten wir also hier Cash, 100 Milliarden mehr, die Bilanzsumme wäre 218 Milliarden groß. Und das Eigenkapital wäre nicht 52 Milliarden, sondern 152 Milliarden groß. Kleiner Unterschied, ne? Und die Verschuldung wäre entsprechend auch viel, viel kleiner. Die wäre dann nämlich nicht mehr 65 Milliarden durch 118 Milliarden, sondern 65 Milliarden durch 218 Milliarden. Also die wäre viel, viel kleiner. Das ist schon ein bisschen vorgegriffen auf, wie fundamentale Kennzahlen dadurch beeinträchtigt bzw. verfälscht werden. Also das hier mal zum Ausmaß, einfach um diese Dimension zu sehen, die Bedeutung von Treasury Stocks mal zu erkennen. Hier die Form von Procter & Gamble. Und es gibt noch andere große, hochqualitative Unternehmen, wo das ähnliche Dimensionen annimmt. Dann haben wir jetzt schon gesagt, also ich habe kurz vorgerechnet, wie die Verschuldungsquote dadurch sinken würde, wenn diese Treasury Stocks, naja, andersrum wäre es besser ausgedrückt, wie die Schuldenquote in die Höhe schießt durch die Treasury Stocks. Andere Kennzahlen, die dadurch beeinträchtigt werden, natürlich alles, was irgendwie mit Eigenkapital zu tun hat, weil das Eigenkapital ja dadurch extrem reduziert ist, anstatt 152 Milliarden Eigenkapital haben wir jetzt nur noch 52, also die 100 weg, Milliarden Eigenkapital. Also Eigenkapitalrendite, Eigenkapitalquote natürlich wird dadurch verfälscht. Gesamtverschuldung habe ich schon gesagt. Und diese ganzen pro Aktie irgendwas Kennzahlen, ob die jetzt verfälscht werden, das ist jetzt diskussionswürdig. Aus Aktionärssicht, der bekommt ja tatsächlich ein größeres Stück vom Kuchen ab. Aber verfälschen vielleicht insofern, dass der Grund für die Verbesserung, wir hoffen ja mal, dass sich die Kennzahlen verbessern, Verbesserung dieser Pro-Kopf-Kennzahlen, der ist nicht mehr so klar. Ist es organisches Wachstum des Unternehmens, also der Gewinn pro Aktie beispielsweise? Warum steigt der? Steigt der in erster Linie dadurch, weil das Unternehmen tatsächlich mehr Umsatz macht und die Margen vielleicht verbessert hat? Oder steigt er einfach deshalb in erster Linie, weil das Unternehmen die Anzahl der eigenen Aktien gesenkt hat? Das ist insofern auch nochmal ein bisschen fragwürdig. Also kann man sagen, ja, es ist eine Verfälschung. Auf der anderen Seite, wie gesagt, der Aktionär hat ja tatsächlich was davon. Er kriegt ja ein größeres Stück vom Kuchen ab. Insofern Fragezeichen dahinter. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der vor allem die Mitglieder des Aktienfinders interessieren wird. Nämlich, wie geht der Aktienfinder denn jetzt mit diesen Treasury Stocks um? Ich habe es gesagt, lange Zeit bin ich damit so umgegangen wie alle anderen Finanzseiten auch, zumindest die, die ich so kenne, insbesondere die aus Deutschland. Sprich, ich habe es ignoriert. Aber da ich ja jetzt weiß, dass viele Mitglieder sich dafür interessieren, dank der Kommentare unter das YouTube-Video insbesondere und auf Facebook, habe ich mich ja jetzt des Themas angenommen und ich weiß sie jetzt aus. Das ist das Erste und zwar in der Vollanalyse. Und zwar gibt es ja hier diesen kleinen netten Schuldenchart. Und der ist ja so gemacht, dass wir haben hier, ich mache erstmal die Treasury Stocks weg. Also wir sehen, es gibt schon Treasury Stocks. Vorher hat er so ausgesehen vom Prinzip her. Und da haben wir diesen inneren Balken und dieser innere Balken, der repräsentiert die Assets. Also im Fall von Procter & Gamble erinnere ich mich richtig, hätte es mir besser merken sollen vielleicht, da waren es glaube ich 58 Milliarden US-Dollar. Das heißt, nee, kommt nicht hin. Haben wir hier Procter & Gamble? Ja, wir haben Procter & Gamble. Lass uns mal kurz gucken. Ach, 118 Milliarden und das war, genau, Entschuldigung. Also 118 Milliarden, das waren ja die Total Assets. Aber wie gesagt, ich hätte es mir merken sollen. Wir waren im letzten Annual Report, das ist das hier. Also dieser Balken hier sollte 118 Milliarden US-Dollar groß sein. Also das sind die Total Assets. Und da dann nochmal hier zum Vergleich, dann hat man hier die gesamte Verschuldung des Unternehmens. Das sind dann die Total Liabilities. Also Schulden 65,4 Milliarden. Also genau das hier, 65,4 Milliarden. Ja, das ist die Verschuldung.
So hat es bisher ausgesehen und so ist es ja auch richtig, weil das ist ja das, was die Bilanz zeigt. Und jetzt betreten wir Neuland. Jetzt kommt die eigene Interpretation. Ich habe gesagt, für mich sind einbehaltene Treasury Stocks im Prinzip Assets. Das ist was, mit dem kann das Unternehmen ja tatsächlich arbeiten, wenn es das möchte. Ich habe ja auch einige Beispiele genannt. Deshalb, jetzt kommen hier die Treasury Stocks, kommen die Treasury Stocks jetzt im Aktienfinder oben drauf. Jetzt haben wir hier Treasury Stocks in Höhe von 99 Milliarden US-Dollar. Damit kann das Unternehmen ebenfalls arbeiten. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich habe bei der Berechnung der Schuldenquote die Treasury Stocks wie Assets behandelt. Das heißt, die Schuldenquote sinkt jetzt. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. 218 Milliarden, glaube ich, ja, 218 Milliarden Bilanzsumme ist das jetzt im Prinzip. Das ist jetzt, das simuliert jetzt diese 218 Milliarden Bilanzsumme und setzt die Gesamtschulden ins Verhältnis dazu und entsprechend sind die jetzt dann niedriger. Und ich denke, das bildet aus meiner Sicht, also aus meiner betriebswirtschaftlichen Sicht jetzt auch eher die Realität ab, als wenn ich diese Treasury Stocks komplett ignoriere. Und ich muss das mache ich im Prinzip jetzt überall, also bei allen Aktien wird das jetzt so ausgewiesen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe schon ein bisschen geguckt. Bei Unilever beispielsweise, da weiß ich ja, dass die ebenfalls Aktien zurückkaufen und mein Datenprovider weist das aber nicht getrennt aus. Das geht unter, leider. Das heißt, also momentan gehe ich davon aus, dass bei amerikanischen Aktien das beispielhaft gut ist, also dass die Daten verlässlich sind. Bei allen anderen Aktien ist es wie immer, also es ist immer ein Problem oder eine Herausforderung bei fundamentalen Aktien in US. Da für US-Unternehmen sind die Daten relativ gut. Für die anderen Aktien, da muss man immer mehr oder weniger Klimmzüge machen. Und ich habe momentan den Verdacht, dass bei europäischen Aktien wir die Treasury Stocks eventuell nicht bekommen, leider. Das heißt, da bleibt es dann so wie zuvor. Wobei gerade bei US-Aktien ist meine Erfahrung, da nimmt es die größten Ausmaße an. Also das hätten wir dann auf jeden Fall schon mal abgedeckt. Wird sich dann später zeigen, wie das dann ist. Momentan ist es übrigens gerade so, dass ich die Daten aktualisiere. Das heißt, wenn das Video live ist heute, dann kann es sein, dann wird es so sein, dass nur nicht alle US-Aktien abgedeckt sind. Also, dass nämlich alle Treasury Stocks aktualisiert sind quasi, dann muss man vielleicht nochmal 2 Tage sich Zeit nehmen und dann reingucken und dann ist es auch überall aktuell. So, im Prinzip war es aber auch schon. Ich kann noch kurz sagen, hier kann man ja auch oben im Screener selbst die Schuldenquoten sehen. Die sind natürlich auch alle entsprechend angepasst. Ja? Also hier ist auch überall der Treasury Stock berücksichtigt. Und als Fazit würde ich sagen, ich hoffe, dass es jetzt nochmal ins Bewusstsein gedrungen ist, die Bedeutung der Treasury Stocks, nachdem man das Video gesehen hat. Ich mache das jetzt also im Aktienfinder transparent, das hat man ja auch gesehen in der Vollanalyse, und die Schuldenquote wird angepasst. Dann bleibt mir am Ende nochmal, mich zu bedanken für das ganze Feedback der Zuschauer, die jetzt nochmal zu dieser Änderung im Aktienfinder geführt hat. Und in diesem Sinne auch nochmal zweites Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Durchhalten bis zum Ende. Ich hoffe, ich habe diesmal nicht so langsam gesprochen wie sonst, weil ich habe einen netten Kommentar gekriegt dazu. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.